Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem 7 The Blazing Blade, nicht The Binding Blade. The Blinding Blade war was anderes. Ja, im letzten Part haben wir Chapter 6 Blood of Pride gemacht und jetzt legen wir los mit Chapter 7. Lin takes her leave von Arathen, finding no aid from its spiteful Marquis. No, she and her companions resume their march toward Kaelin in earnest. Racing against time with her grandfather's life in the praise. Harry to impatient Lin presses onward. Suddenly a long boy appears and pleads for the assistance. Oh, okay. Was ist da los? Chapter 7. Siblings aboard. Abroad. Aboard, abroad. Wer ist das denn? Ah, ich glaube, ich weiß. Please, somebody, please help. That's enough. Get out now. I want none of your trouble. But, sir, why? We were so kind yesterday. I thought you were just two kids, a couple of traveling performers. If those are, if those men are chasing you, it must be up to no good. Now, get out, get up and get out. You're a plague for undecent folk. But... what a mess. Oh? Where are we, Kent? This is, Catalet. If we head to south, we pass into Kaelin. From here, I'd say we are about 10 days wide to Castle Kaelin. Assuming we don't run into delays, of course. 10 days. Pardon me, but. Yes, can I help you? You and your friends, are you mercenaries? And if we are? I need your help. Lady Indus, you mustn't let your guard down, not even for a child. I know. Forgive me, but we're in a hurry. Is there something else we can ask? You can ask of? There's no time. Ninian's been... It's my sister. Some men have taken her away. Your sister? Did you say your sister's been, accosted? Sane? That's right, by some cruel, awful man. I don't know what I'll do without Ninian. Lady Lindis, we must help him. Nonsense, we haven't the time. If the Marquess is as ill as we heard, we must proceed. Can't I? I want to help this child. My lady? I'm worried about my grandfather, of course. But this... I cannot stay and let the child be taken from her home. I see. I'm sorry, Kent. I'm your loyal retainer. You owe me no apologies. You must do as your heart desires, my lady. Dictates. Okay, desires ist auch nicht ganz falsch. I will follow you no matter where you may lead. Thank you. Such a noble speech. Ever the true knight, that one. Oh well, you're in luck, lady. A lady. Lady zu dem kleinen Jungen. Holy shit. let's go to get your sister. Read us to the men who've done this. Uh-huh. They're really tough, so be careful. Leave them to us. We're pretty tough ourselves, right, Leo? Mittlerweile. Oh, dear mages. Das könnte hässlich werden. Ah, oh no. Found him. Come on, it's back to Nurgle with you. Quiet now. No, let Ninian go. We ain't supposed to kill you, but we're sure we can rough you up. Get him. Huh? Who do you think you are? Lin. Let the boy's sister go. Ah, so do you want to help the kid, huh? What a shame. You're gonna die for something that don't concern you. You think so, do you? Do we look so meek to you? I think you are in far more trouble shock. Terrible shock.
Stupid girl, you will get those words. Take them down, boys. Was haben wir hier? Starting with this chapter, you'll be able to use the preparation screen. Ah, endlich. On the screen, you can choose who will fight, equip different items, and arrange your formation, among other things. If you have no special preparations to make, simply press start. Okay. Sprich, jetzt sind wir endgültig bei dem... Ah, Matthew ist immer noch bei uns. Ausgezeichnet. Hat nur keinen speziellen Dings bekommen. Sprich, wir können jetzt endlich den eigentlichen Fire Emblem-Krams machen, was wir schon immer getan haben. Sprich, wir können nicht immer alle Units picken, die wir haben. Das ist ein bisschen merkwürdig. Denn wir haben momentan 10 Units unter unserer Kontrolle, aber dürfen 8 deployen für diese Mission. Also 8 einsetzen. Und jetzt müssen wir auswählen, wer zurückbleibt und wen wir einsetzen. Kann ich auch... Genau, Checkmap kann ich auch machen, alles klar. Viewmap. Bevor ich das mache, gehe ich mal ganz kurz zur eigentlichen Story, was hier gerade los ist. Sprich, wir sind noch 10 Tage von, oh, sind einige Magier hier. Black... Ah, die Black Fang. Interessant. Wie gesagt, wir sind jetzt noch 10 Tage entfernt von Kaelin. Also nicht mehr allzu weit weg. Ich denke, beim nächsten oder im übernächsten Chapter sind wir da. Naja, und hier gerade in dem Häusels gibt es jetzt gerade ein kleines Problemchen. Nämlich ein kleiner Junge, dessen Namen wir noch nicht kennen, wird gerade von dem Typen rausgeschmissen, weil eben die Black Fang seine seine Schwester entführt hat, nämlich Ninian. Und naja, er fragt jetzt Lin, ob wir ihm helfen sollen, aber naja, Kent ist der Meinung, dass Lin sich mit sowas, mit Sachen, die er nicht, nicht interessieren, sondern mit Sachen, die sie nicht betrifft, eben sich befassen sollen, eben weil auch ihr Großvater eben krank ist von dem Gift. Wir wissen auch nicht, dass er vergiftet ist, aber wir wissen, dass er krank ist. Deswegen sollten wir sofort nach Kaelin ein, solange uns das nicht betrifft. Aber Lin hat anscheinend ein großes Herz und naja, kann ihn eben nicht abschlagen, kann nicht nachvollziehen. Vor allem, weil es auch super zu ihr passt. Naja, jetzt sollen wir Ninian befreien, die wahrscheinlich hier in der kleinen Feste drin ist. Mit dem Typen Heinz, schöner Name. Und das sind alles Dark Mages. Okay. Flux. Mhm. Alle mit Flux ausgerüstet. Okay. Was bist du? Du bist ein Fire Mage einfach. Okay. Also eine Menge Mages haben wir hier vor unserer Nase, das ist klar. Rein theoretisch müsste Florine nicht ziemlich gut sein? Müsste sie nicht ganz gute Resistenz haben? Auf 4 ist gar nicht mal so scheiße. Weil für gewöhnlich sind Pegasus Knights immer sehr gut, was Resistenz angeht. Ah, das sind wir wieder. Okay. Big Units. Das ist die Frage, welche Units sollen wir einsetzen? Gute Frage. Lin muss ich mitnehmen, weil Lin ist der Hauptcharakter unserer Story. Die ist auch grün markiert, insofern muss ich sie auf jeden Fall mitnehmen. Ja, wir können es erstmal so machen. Was will ich mitnehmen? Also Kent und Zane auf jeden Fall. Was sind meine besten Units? Die sind sehr beweglich. Sie können gegen die Magier ganz gut bestehen, denke ich mal. Vor allem, ja, wo sie haben keine gute Resistenz. Okay, Kent hat 3 Resistenz, er kann ein paar Shots mitnehmen, aber Zane nicht. Bei Zane müssen wir uns sicher sein, dass er nicht getroffen wird. Florina will ich mitnehmen, denn mit ihr können wir, denke ich mal, ganz gut bestehen gegen die Magier. Will will ich mitnehmen, Urk auch, Sarah sowieso, weil einzige Heilerin und so. Bleibt die Frage, wen nehmen wir jetzt noch mit von Matthew, Wrath und Dorcas? Dorcas ist... ja, scheiße. Und Matthew ist auch scheiße. Gut, Rev wäre ziemlich OP. Aber Rev will ich eigentlich nicht mitnehmen, weil er eigentlich schon gut genug ist. Ich denke mal spontan, wir können Rev locker ein, zwei Fights auslassen. Das stört ihn nicht. Bleibt natürlich die Frage, ich gucke mir jetzt mal kurz die Map an. Ich habe jetzt nämlich nicht auf alles andere geachtet. Vendor. Na, da können wir auch handeln. Gibt es hier irgendwelche Kisten oder sowas? Nö. Also prinzipiell brauche ich nicht unbedingt Matthew. Aber er könnte trotzdem ganz sinnvoll sein, denke ich. Wie schnell sind die Schassmagier alle so? Oh, das sind hier unten erst nur die Magier. Speed von 2 gerade mal. Speed von 3. Du hast ein Speed von 7. Okay, du bist auch der Boss. Speed von 2. Ja, ich pick Matthew mal mit, weil ich glaube, sein Speed ist 11, also er wird sie locker doublen.
Ich nehme ihn mal mit, weil ich glaube, es ist nicht verkehrt, ihn zu leveln. Denn ich glaube, er könnte schon eine ganz verleinert sein. Okay. Dann traden wir erstmal eine Runde. Ja. Das wäre gut. Lynn hat zwei Vulneries, das ist locker einer zu viel. Aber nicht jeder hat eine Vulnerie, ist das Problem. Trade? Mit wem? Mit Ark, mit Will. Ich würde sagen mit Matthew, dann geben wir eine Vulnerie. Und den Matthew gibt den Armor Slayer zu Lynn. Ich denke mal, das passt. So, bleibt jetzt die Frage den Angelic Rogue. Wem geben wir das? Sollten wir uns da jetzt langsam mal entscheiden. Oder ich gebe schon mal ein paar andere Sachen weiter. Weil ich habe noch zwei Iron Swords. Die ich mal hier verteilen kann, meine Boys. Falls dann eben die ersten Iron Swords kaputt gehen, da ich schon eine Reserve habe. Dann hat Florina noch ein Iron Sword. Wäre für Lynn etwas, aber Lynn ist gerade... Ne, Lynn ist nicht voll. Den Iron Sword kann ich auch noch geben. Dann passt das erstmal. Genau, Armor Slayer habe ich gegeben. Das passt. Es ist noch die Frage, wen ich jetzt, wen ich jetzt eben das gebe. Da kann ich jetzt meine Stats endlich sehen. Also Lynn hat 21 HP. Ist mein Hauptcharakter. Sollte eigentlich ganz gut sein, wenn Lynn relativ gute HP hat. Okay. Dann haben wir Zane mit 20 HP. Nicht allzu hoch, da ist Kent mit 3 besser. Aber Zane ist ein bisschen tankiger dafür. Kent hat dafür aber auch 3 Res. Florina ist natürlich ziemlich, ich sag mal, Glaskugel. Hat aber 5 Def, so scheiße ist das auch wieder nicht. Ich denke mal, normal leveln passt das schon. Will ist Bogenschütze, er geht normalerweise nicht in Close Combat. Genauso wenig wie Urk. Server soll doch gar keinen Fall in Close Combat gehen, da kann ich hier an sich auch HP geben, wie ich will. Mit 2 Verteidigungen ist es nicht allzu viel. Matthew mit 18 ist natürlich so eine Sache, ne? Ja, ich kann verstehen, warum man ihm was geben sollte. Aber wenn ich ganz ehrlich darüber nachdenke, würde ich es Lynn geben. HP von 28. Und gebe meinen Iron Sword zurück. Okay. Dann können wir jetzt sogar noch einmal unsere Formation ändern, wenn wir wollen. Die Formation unseres Hauptcharakters ist mal festgesetzt. Daran können wir nichts ändern. Aber wir können zum Beispiel Florina nach hinten packen und dafür unsere Kavalleristen nach vorne setzen. Und das passt so. Okay, wir können noch einmal speichern. Dass das Ganze gesaved wird. Und dann loslegen. I see, we're facing a shaman, Leo. I've heard that, was? Was ist das für ein Wort? Was ist, what the fuck? Ich überlege gerade, wie ich es aussprechen soll. Ich kenne das Wort nicht. I heard that some men in the dark, that the dark arts use the arts to fear some foes. Also, dass sie dunkle Magie einsetzen, um ihre Leute zu erschrecken, alles klar. Oder ihnen zu beeinflussen. You have to be careful. What? Who are you? Oh, please forgive me. I never meant to startle you. Your robes. You look like a religious versatility. Are you an Arminian bishop? Yes, well, no. I'm only an, acolyte. An enemy monk, to be specific. My name is Lucius. Ach, das ist Lucius, okay. Do you have some business with us?
I was at the inn when this child came seeking help. The innkeeper was afraid to get involved. He was unpleasant. I wasn't afraid of him. I'm used to being treated that way. That's awful. May I please lend you to my service? I'd really wish to help the boy, if only a little. Of course. Thank you very much. The blessings of Saint Elimine be upon you. Ah, the monk Lucius has joined your group. Monks are users of the magic of light. Those who wield magic are highly attuned to its flow, so they have a high magic resistance. Units with high magic resistance can reduce the damage caused by magical attacks. Was only sucks. When magic users battle each one another, they often find it hard to inflict damage. The light magic of monks is strong against the dark magic. Ah. This should come in handy here. Let's pick his magic and to the test. Have Lucius attack the shaman nearest him. Ah, this is Lucius. So wissen, dass es hier vorkam. Wo ich einige Charaktere kenne, ich spiele Fire Emblem Heroes auf dem MOBA-Spiel. Und da gibt es eben relativ viele Fire Emblem Heroes schon drauf. Und Lucius ist einer davon. Und naja, ich kann mit ihm nichts anfangen dort, aber jetzt weiß ich nicht, wie es vorher kommt. Interessanterweise, die Map Objective ist nur dabei, ihn zu erledigen. Sprich, wir könnten zu ihm hinwaschen mit, sagen wir mal, Florina und ihn einfach erledigen. Oder wir killen einfach alle Gegner und holen uns die maximale EP daraus, was ich ja machen will. Vor allem, ich ziehe zu dem Dorf hier vorne hin. Das könnte interessant werden. Okay, wir sollen Lucius picken. You wish me for the attack to the Shaman? Yeah, well. Lightning. Ah, Tatsache. Das ist interessant. Ich wusste spontan gar nicht, dass es hier noch so eine Art Waffendreieck gibt für Magie. Wird bestimmt gleich noch gesagt. I can help too. Ah, Niles heißt der. Okay, Niles, can you fight? No. But I'm a bard, and bards are useful to have around. A bard? Do you mean you are was? A minstrel? It's no place for ballet or saltero. Come on, trust me, I'm all yours, Leo. Ah, also unseren Dancer haben wir jetzt quasi. It's time to see what Niles can do. Entschuldigung. The music played by bards allow your allies to move twice in the same turn. However, bards cannot engage in combat, so be careful not to expose them into danger. Ja, mit Niles, ich wundere, dass es wäre echt eine Unit ist, haben wir jetzt unseren Quasi-Dancer. Sprich, in diesen Titans Baden, ab Awakening zumindest, waren es Dancer. Sprich, sie können eben dafür sorgen, dass Einheiten zweimal ziehen dürfen. You'd like me to play for Lucius, right? Oh, anscheinend möchtest du toll, das von mir. Ja, dann flöte Lucius mal ein. Hust, hust. What do you think? It was lovely. invigorating even. You ought to play for me sometime. I could use a boost. Everyone could. My music can refresh you all. Of course. The power of music. To the power of Night's music. Danke, Spiel. Lucius can move again in his turn. Bards can experience by playing music. Use Night's power often to increase his skill. Okay. Sprich, was wir jetzt eben gerade rausgefunden haben, eben die Lichtmagie von Lucius ist effektiv gegen die dunkle Magie von dem Schaman hier. Und mit unserem Baden Niles können wir unseren Leuten was vorspielen und dadurch können wir sie nochmal einsetzen. Sprich, sie sind relativ strategisch sehr, sehr nützlich. Ja, bleibt die Frage, wen geben wir den Kill? Du hast 64. Warte mal, Irk ist doch ziemlich nah dran, ne? Ja, Irk kann den Kill machen. Machst sogar 8 Schaden, das passt schon. Ja, Mage gegen Mage-Duell. Ah.
Ich sehe gerade was. Schon wieder kein Magic, ist aber scheiße. Skill Speed, Defense und Resistance immerhin, aber kein Magic, das ist ein bisschen blöd. Ich habe gerade gesehen, die Dunkelmagie ist ganz gut gegen die Elementarmagie anscheinend. Wir benutzen ja hier Feuer mit Urk. Und wir haben einen Waffennachteil gehabt. Mit Licht sind wir im Vorteil gegen Dunkelmagie. Heißt es quasi, dass eine Elementarmagie sinnvoll ist gegen Lichtmagie? Werden wir wohl sehen. Bis jetzt sagt mir das Spiel zumindest nicht. So, hier haben wir einen blöden Bogenschütz. Die kann ich einfach überrennen, wenn ich will. Du kommst gar nicht wirklich ran. Ich sollte durchaus vor durchrennen können. Welche von euch ist näher am Level up? Natürlich müsste Sane eines brauchen, damit er gleich zieht mit Kent. Ja, gehen wir Sane in den Kill. Ohne zu spoilern, merkt euch mal die Black Fang, Leute. Mit denen wir noch einiges zu tun haben. Welche von euch hat am meisten Platz im Inventar? Okay, Knights. Ich weiß aber nicht, ob wir Knights behalten als Einheit. Ich hat noch Platz. Florina hat Platz. Ah, Vulneris. Ah. Ich glaube, Vulneris wären zwei ganz nett. Und ein Healing Staff wäre auch ganz gut. Dass wir noch ein bisschen Ersatz haben für Sarah. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die kleinen Häuselzimmer an für ein paar Tipps. Oder ein bisschen was zur Story. Oh, it's creepy music. That's quite a group you've gotten yourself involved with. You don't know you're facing the Black Fang, right? Anyone who targets winds up, well, you know. No one escapes the Fang. That's what they say anyway. Even those odd children, I'd say you're finished. Not that I have any part of it, of course. Huh. Maybe I could get some firewood out of it. Hm? Who's there? Einfach so reingekommen, check gar nichts. What the fuck? Who are you? You're just passing through. Pay me no mind, I was just thinking out loud. You see, there's an old tree in the other side of this mountain. It's just a dead old snag, really. I was thinking of some way I could put it to good use. As I said, there's nothing that you need to concern you. Okay, sie hatten uns gerade einen interessanten Tipp gegeben. Nämlich, das hier ist ein, naja, toter Baum, so gesehen, ein Snag. Und wir können den Baum fällen, um hier eine Brücke zu bilden. Aber jetzt ohne Scheiß, inwiefern soll mich das interessieren? Ich meine, es ist ja wohl klar, wie ich hier vorgehen soll auf der Map, nicht wahr? Ne? Wir gehen jetzt hier an einem kleinen Fort vorbei, hier zum Village, gehen dann hier runter, löschen die alle aus und gehen hier hin und löschen den hier aus. Was sollte es mich interessieren, weil ich komme hier nicht durch die Mountains hier durch. Das sind Peaks, da komme ich nicht durch mit Infanterie, da komme ich höchstens durch mit Florina. Was soll mich interessieren, wenn ich hier eine Brücke habe? Das wäre interessant, keine Ahnung, wenn zum Beispiel hier die Fuhr nicht wäre, sondern nur da, dass ich hier eine kleine Abkürzung machen könnte. Ich meine, ich kann es mal kaputt machen, aber was habe ich davon? Keine Ahnung. Egal, weiter geht's. Oder es hat mir einfach nur gesagt, dass ich damit eben Brücken schlagen kann. Ja, lock mal ganz kurz. Alles klar. Nicht, dass es zum Vorhin gehen kann und deinen übelsten Bonus bekommt. Das muss nicht unbedingt sein. Sarah, du kannst einmal Lucius heilen. Vielleicht bekommst du diese Map ein Level up. Sollte drin sein. Ihr seid ja irgendwie peinlich, um ehrlich zu sein. No one escapes the Fang. Who is toast? Und sie haben Bandits rekrutiert. Die Level 2. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob das Spiel viel zu einfach wäre. Vielleicht bin ich momentan zu sehr Echos gewöhnt. Also Fire Emblem Echos. Shadows of Valentia. Das Spiel ist relativ schwer gewesen für ein Fire Emblem. Mach ich mit dem Schlag. Thank you.
Vielleicht reicht's zum Level-Up, ja. Wow, 22% Hit. Nicht schlecht. Alles klar, reicht. Wow. Genau gerade richtig. Oh. Oh. Fast perfektes Level-Up. Nicht schlecht, Zane. Nicht schlecht. Das war gut. Dafür hast du einen Kicks verdient. Wir können Florina einsetzen. Ich bin mir zu 112% sicher, sie ist jetzt sehr sinnvoll. Lass mal sehen. Er kommt auf jeden Fall nicht dran. Er hat sie sowieso nicht. Er könnte rankommen, aber sowieso nur ein Schwert. Was sind deine Stats, mein Freund? Bullshit. Florina, auf geht's. Ja, nice. Das ist scheiße. Nicht gut. Holy shit. Javelin kann mich retten zu 75%. 57%. Nicht witzig? Ich will jetzt nicht Florina töten, weil sie jetzt mit 50% daneben geschlagen hat. Scheiße. Okay, ich habe einen Flötenspieler, aber der ist ziemlich oft. Der ist ziemlich weit hinten. Och, Scheiße. Ich kann bis hierhin gehen. Irk? Ich glaub nicht dran, aber please. Let it happen. Oh, das ist so unfair. Ich kann ihn nicht aufsammeln. Das wurde anscheinend später erst eingeführt. Oh shit. Florina bekommt 9 Schaden aufgrund des Axe-Users. Und er wird gewiss mindestens einen Schaden machen können. Ich habe ein Problem vor meiner Nase. Gibt es keine Möglichkeit, das zu machen? Nee, ne? Nö. Da gibt es keine andere Möglichkeit mehr. Na gut, ich könnte dahin kommen, theoretisch, aber da ist halt Zane im Weg. Rescue? Ah! Das macht die Sache deutlich einfacher. Okay. Das macht die Sache deutlich einfacher. Ich versuche trotzdem, ihn auszuschalten. Nice. Puh. Wow. Auch nicht schlechtes Level-Up. Aerolance. Ah. Select an item to discard. Das ist quasi, schmeiß es weg, oder? Ja, drop iron sword, also... Wobei, komm. So viele Iron Lance brauchen wir nicht. Sprich, weil wir eben unser Inventar voll haben, kann Say, er kann kein Dings weiteres mehr tragen, deswegen müssen wir es droppen. In dem Fall waren mir die Iron Lance auch zu doof. Puh. Take, ja, please. Gib mir Florina. Holy shit, das hätte locker nach hinten losgehen können. Ich habe quasi was eingesetzt, das noch nicht erklärt wurde vom Spiel. Den Up Awakening. Ich glaube, es war Up Awakening. Konnte man nämlich, mit seinen Leuten eben Pair-Ups betreiben, sprich, was ich gerade mit Lin gemacht habe, sprich, Florina ist momentan in Lin mit drinne. Und dann konnte man gemeinsam mit der Einheit angreifen.
um mehr Schaden zu machen, oder sie kann manchmal Angriffe abwehren. Das ging ab Awakening. Und hier war das so, dass man die Einheit mitnehmen kann. Sprich, wir können sie jetzt einmal droppen. Oh, jetzt ist sie unten. Auch ziemlich sicher von den Gegnern, nehme ich mal an, ne? Ja, klar, da passiert nichts. Und damit haben wir Fluina gerade den Arsch gerettet. Puh. Da muss ich mal kurz echt durchschnaufen. Das war... Ich habe schon erwartet, dass ich sie verliere, ganz ehrlich. Das war ziemlich knapp. Hätte locker nach hinten losgehen können. Okay, Matthew ist scheiße gegen dich, so viel ist sicher. Er kennt uns nämlich eigentlich auch kein Level-Up mehr geben. Wie schaut's mit dir aus, Will? Achso, du kannst nicht aus Claws, natürlich nicht. Warte mal da kurz. 9 Schaden. Noch kein Murphy finishen. Scheiße, solche Chokepoints. Meistens mag ich sie in Fire Emblem, wenn ich halt, sie ab... 83%, wird sich verarschen. Okay. Kein Problem, kriegen wir noch hin. Seite, einmal Irk ranlassen und hier Barbecue draus machen. Heieieiei. Ich stelle mich aber ran gerade. So. Die Spitzbubis kommen auf mich zu. Stell mir den Kent mal als Tank vor. Ah, du gehst ins kleine Wäldchen rein. Leider interessiert sich Kent dafür überhaupt nicht. Wow. Kent ist leider so gut, dass er sie one-runt. Ich dachte, Kent ist noch nicht ganz so gut. Okay, Leute, wir sind am Ende des Parts angekommen. Ich hab die Frage, kann ich speichern? Sieht nicht so aus, ne? Ne, nicht richtig. Ich glaube, ich mache ein Safe State. Damit geht es, glaube ich, am einfachsten. Dann sehen wir uns hier im nächsten Part nämlich wieder, wenn wir die Black Fang auseinandernehmen und den befreien. Ja, bis dahin dann. Ciao!